Wir befinden uns da im AdHocBad Creative Hub im 14. Bezirk. Wir sind jetzt weder klassisches Coworking, noch sind wir klassisches Gemeinschaftsbüro. Wir arbeiten im Netzwerk, also sehen uns schon als Dienstleister in der Creative Industries, aber wir haben einen sehr starken Familienbezug und wir sind sehr in den Subkulturen unterwegs. Also sprich zum Beispiel im Character Design, Skateboarding, Punk, Musik. Ich wohne und arbeite hier im AdHocBad. Ich habe mein eigenes Label, das heißt Sixer, und in erster Linie mache ich Illustrationen. Eine meiner Signature-Figuren ist jemand im Tigerkostüm. Da habe ich so eine Figur gemacht, das ist der Schneetiger, ein bisschen Blut bespritzt, der hat wohl gerade was gegessen, und das ist das, was ich in erster Linie mache. Bei uns im Keller ist eine Werkstatt, da bauen und basteln wir alles, was möglich ist. Ja, das Besondere bei uns ist sicher die künstlerische Auseinandersetzung mit den Projekten, aber auch das Familiäre. Also dadurch, dass wir auch wohnen und drei Kinder haben, ist einfach das Besondere, dass das so ein fließender Übergang ist zwischen Arbeiten, Freizeit, Kinderprogramm, Kunst, ja, es ist so einfach auch ein Schmelztiegel von verschiedenen Leuten. Meine Triebfeder ist, dass ich relativ viel Freiheiten habe und Sachen dann machen kann, eigentlich, wann ich es für richtig halte. Also egal, ob das mit den Kindern ist oder persönliche Aktivitäten sind oder so. Und dass ich viel kombinieren kann. Als Gründer arbeitest du mehr dafür, aber du hast halt auch einen ganz anderen Output dann, und das ist schön dabei.